So, wir fusionieren uns jetzt alle mal. Das sieht dann so aus. Tada! Ciao und willkommen zum Aufnahmeversuch, und zwar zum Versuch von Dragon Ball Fusion. Das könnte sich als ziemlich schwer erweisen, und zwar weil ich keine Capture Card habe und das gerade, wie man leicht schwer erkennen kann, mit dem Handy aufnehme. Ich habe eben keine Ahnung, ob das ganz gut funktionieren könnte. Falls ja, dann werde ich es hochladen, aber falls ich sehe, oh, das sieht super scheiße aus, dann werde ich das natürlich sein lassen. Hier haben wir jetzt gerade schon das erste Problem, ich kann nicht steuern, weil ich das so positionieren musste, dass ich jetzt nicht an meinen R-Knopf hinten komme zum Fliegen. Das heißt, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns in einem Kampf wieder, weil das geht gerade echt gar nicht. Das ist echt schlecht durchdacht worden von mir. Moment. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Dann mal los, meint er. Und los. Ich werde hier nur einen kleinen Kampf reinschneiden, weil ich allgemein mal wissen will, ob das ganz gut funktionieren könnte. Ist halt, ja, ich habe keine Capture-Karte. Ich weiß nicht genau, wie man die im DS verbaut. Das ist ja auch nicht ganz marktnett, wie man das so schön harmlos nennen möchte. Der Sound wird dementsprechend auch ziemlich scheiße sein. Egal, wir versuchen erstmal. Wieso greift er mich direkt zuerst an? Der greift mich direkt zuerst an. Ich check das nicht. Wieso darf er denn so weit vorne spawnen? Die auch? Guck mal, die darf auch direkt vorne spawnen, wa? Zack, gekontert. Dragon Ball Fusion. Was kann man zu Dragon Ball Fusion jetzt sagen? Warte erstmal, bis ich kurz. Ja, eine ruhige Sekunde habe. Dragon Ball Fusion erinnert mich ein bisschen vom Rumpfliegenwehr an Dragon Ball Xenoverse. Und das Prinzip ist ziemlich geil mit den Funktionen und eigenem Team zusammenstellen. So ein bisschen Dokkan Battle-mäßig. Eben Team aus verschiedenen Leuten. Und das Kampfsystem ist jetzt hier auch nicht wild und actionreich, sondern abwartend und ein bisschen durchdacht. Ich kann jetzt zum Beispiel gucken, was ich hier mache. Und ich gehe mal einfach meine Gegner durch. Wir haben hier ein riesiges Schlachtfeld. Man kann die Gegner aus dem Schlachtfeld rausschlagen, dann sind sie aber nicht tot und dann kassieren halt nur mehr Schaden. Das werde ich versuchen, werdet ihr merken. Und in diesem Schlachtfeld prügeln wir uns jetzt alle. Und diese Leiste unten zeigt, wer ganz rechts ist, der darf angreifen. Und man kann sich halt verlangsamen, wenn man rausgeschlagen wird, ist man wieder am Anfang der Leiste. Das hört sich ganz schön komisch an alles, ist es auch. Aber es macht ziemlich Spaß eigentlich, wenn man über das langweilige Tutorial hinwegkommt. Ohne Spaß, ich hasse Tutorials. Vor allem ködern die dich damit, dass ihr Rose, Vegeto, Blue und alles direkt am Anfang geschenkt bekommt. Und sie aber erst, ich hab's 3 Stunden spielen müssen, bis ich sie benutzen durfte. So, jetzt zeige ich euch mal. Und das hier geht mir am meisten auf den Sack. Dieses hauptsächlich random Treffer-System. Dass du gar nicht abschätzen kannst, nice rausbefördert, dass du gar nicht abschätzen kannst, ob du triffst oder nicht. Bei den Blocken hast du es ein bisschen in der Hand, beim Treffen so gut wie gar nicht. So, jetzt darf ich mit Vegeto angreifen, der schon ein ordentliches Eck stärker ist als die anderen. Und wen greife ich denn damit an? Ist halt die Frage, wer steht am meisten am Rand? Ich würde sagen, das bist du in dem Fall. Ich darf halt auch nicht so angreifen, wie es am vorhersehbarsten ist. Am besten. Weil, wenn ich halt jetzt nach links geschlagen hätte, instant und nicht nach unten, hätte er wahrscheinlich damit gerechnet. Und dementsprechend rechts geblockt, dass ich ihn von da nicht schlagen kann. Wenn er nämlich blockt, mache ich so gut wie gar keinen Schaden mehr. Hier, ich block mal. Das war jetzt Glück übrigens. So, 25, 17, 44, das ist halt eine ziemliche Reduction. So, als nächstes kann ich zeigen, was passiert, wenn ich mal... Ach nee, warte, Trunks hat eh eine schlechtere Defense, da bringt das nichts, wenn ich es zeige, er kriegt eh mehr Damage. So, ich würde sagen, ich gehe auch auf ihn und diesmal versuche ich es mal von der Seite einfach. Ah, okay, er hat nicht so geblockt, wie ich es erwartet hätte. Das hier wird kein Let's Play, ich bin kein Let's Play-Freund und außerdem würde ich mein erstes richtiges Let's Play auf keinen Fall so starten wollen, weil das ist, die Qualität ist nicht Let's Play-würdig. Und jetzt haben wir Rose, der eine extrem starke Ki-Explosion hat. Aber, ich will mal gucken, es gibt die Special Moves, das sind halt so namensgebende Attacken, Kamehameha und sowas. Die normalen Ki-Explosionen, die einfach nur Schüsse sind. Den Nahkampfangriff, der ein Nahkampf ist. Ki aufladen, erklärt sich auch von selbst. Stärke prüfen kann ich mir jetzt halt nur angucken. Was kann der? Was können die alle? Kann ich jetzt hier zum Beispiel auf meinen Gegner klicken. Was konnte der? Also ein bisschen unnötig, außer man spielt mega taktisch. Ich kann auch weglaufen, aber warum sollte ich? Ich mache mal eine Ki-Explosion, weil das wohl sein Spezialgebiet ist. Auf, wer hat noch am meisten Leben? Komm, wir gehen mal auf ihn, er hat am meisten Leben. Mal sehen, wie viel du von Rose kassierst. Bei Ki-Explosion kann man sich auch seinen Spot aussuchen. Ist irgendwie ganz nice. So, mal sehen. Boah, das war schon mal die Hälfte weg. Ja, ich glaube, die Charaktere sind ein bisschen zu OP für mein Level. So, wieder gekontert. Wenn man es perfekt in der Mitte schafft übrigens, also er in die Mitte schlägt von diesen 3 Dingern, du es perfekt abgewegt hast, ist es der ultimative Konter, sage ich mal. Und er, ja, der ultimative Dodge. Kein Konter, ich greife ja nicht zurück an so Dokkan-Style. Versuche das hier nebenbei alles zu erklären, aber... Ja, es ist irgendwie ein Spiel. Ich würde es mir nicht erklären lassen können. Beim Zusehen habe ich es null kapiert.
Man muss das selbst gespielt haben, finde ich. Also natürlich kann man es erklären, man kann alles irgendwie erklären, aber... Nee, man muss das selbst gespielt haben. Na, Wutsprint kann ich nicht. Diese Kugeln da zeigen, wie viel Ki ich dafür brauche. Aber ehrlich zu sein, habe ich noch nicht gefunden, wo mein Ki mir angezeigt wird. Aber ich mache einfach mal einen Nahkampfangriff. Auf. Ach komm, der hat nur 1 HP. Das ist übrigens mein eigener Charakter. Ihr dürft euch auch eigene Charaktere erstellen. Oh, Glückstreffer würde ich sagen. So sieht meiner aus. Das Erstellsystem ist wieder mal so meh. Bei Xenoverse fand ich es schon so meh. Nice, ich habe ohne gespielt mit denen. Weil irgendwie fehlen Frisuren, die ich mir wünsche. So eine Vegeto-Frisur hätte ich übelst nice gefunden. Aber es gibt wieder die Yamcha-Frisur natürlich. Es gibt die Trunks-Frisur, aber... Jetzt mal ehrlich, ich glaube, jeder wird die Vegeto-Frisur... Okay, nicht jeder, aber... Es wäre besser als die Yamcha-Frisur. Jetzt mal ganz ehrlich, Leute. So, vielleicht kann ich mal mit denen hier was zeigen. Nein, aber ihr seht es ausgegraut. Es heißt halt Dragon Ball Fusion. Weil man Charaktere fusionieren kann. Jetzt Goten und Trunks ist nicht so... Das Musterbeispiel, weil wir Gotenks alle kennen, aber zum Beispiel der... Das erzähle ich jetzt nicht, das wäre ein Spoiler, aber es gibt halt Charaktere, die kennt man aus Trailern, die können sich fusionieren. Wir kennen, am bekanntesten ist ja jetzt Goku und Broly. Und die Fünffach-Fusion gibt's auch. Die gab's auch in ein paar Trailern. Sehr, sehr sick. Ich glaube aber, dazu kommen wir nicht in diesem Kampf, weil die viel zu schwach sind und die mich nicht so lange hinhalten werden. Den machen wir mal kurz fertig. Ja, warte, ich kämpfe mit Goten, der ist noch ziemlich schwach, der wird kaum Damage machen. Ja, guck mal, ich drücke ganz halt einfach nur drauf, um zu hoffen, dass ich euch mal zeigen kann, wie wenig Schaden ich mache, falls ich nicht eben die Defense umgehe. Aber das funktioniert nicht. Der Kampf läuft viel zu gut. Mein schwerster Kampf war gegen das Ginyu-Kommando. So, er ist wieder in den Ring zurückgekehrt und musste jetzt ganz links an dieser scheiß Tabelle da starten. Ich kann übrigens nur den oberen Bildschirm aufnehmen, aber beim unteren geht eh nicht so viel ab. Ich kann das euch ja mal kurz zeigen, damit man das wenigstens gesehen hat. So, wir gehen kurz runter. Besiege alle Gegner. Man hat hier halt eine Karte und ich habe mein Leben im Blick. Dann ist noch die Ultraleiste da. Rechts oben ist so eine Effektivitätsskala. So, Dokkan-mäßig mal wieder. Sehr viel mit Dokkan zu tun. Oder ich habe halt zu viel Dokkan im Kopf. Was soll ich sagen? Die Ultraleiste, wenn die voll ist, also die eine Hälfte reicht schon, dann kann ich eben diese Fünffach-Fusion machen. Oder ich mache halt so einen Ultra-Angriff. Ja, der Ultra-Angriff lädt das Ki ordentlich auf, die Dokkan-Fusion macht ordentlich Schaden. Muss man ja selbst wissen, was man da machen möchte. Ich würde sagen, bei Trunks würde ich jetzt diesen Ultra-Angriff nehmen, da er sehr viel Ki für Gotenks braucht. So, ich würde am liebsten noch einen Spezialmove zeigen. Das mache ich dann beim letzten Gegner gleich. Der hat noch am meisten Leben, da könnte ich ja vielleicht mal Rose Super Kamehameha zeigen. Ich weiß nicht, wer auch immer als nächstes dran ist, wird jetzt einen Spezialmove zeigen. Oh, das ist sogar Rose. Nice. So, jetzt zeigen wir mal einen Spezialmove von dir. Vielleicht ist das Black Kamehameha. Nein, schade, dafür brauche ich nämlich extrem viel Ki. Aber der Wutsprint ist bereit. Ja, warum ich jetzt anwählen kann, weiß ich nicht. Ich habe eh nur noch einen Gegner. Oh, gut. Jetzt wäre es scheiße gewesen, wenn er bei Ulti nicht ganz getroffen hätte. Ja, okay. Nach der Hälfte ist er schon K.O. Ist ja ziemlich OP für so ein Anfangsteam wie meins. Normalerweise besteht das Team zu diesem Level aus Kid Goku, deinem persönlichen Charakter, Trunks, Goten, Pan und... Ja, das war's. Du kannst dann Pan durch so ein kleines Oldest Girl ausswitchen, was du gefunden hast, was zum Tutorial gehört, was nutzlos ist. So, Sieg für Team Gerechtigkeit. Natürlich gibt's auch Level-Ups. Meiner ist Stufe 27. 27, 26, 26. Dann kann ich wieder kurz runtergehen. Hier, das sind meine Level. Und man sieht halt schon, Vegeto Blue und Rose sind da. Okay, Rose ist auf demselben Level, aber Vegeto Blue ist schon mal ein deutliches Level höher. Hätte auch Merge Zamasu nehmen können oder den normalen Zamasu oder Trunks oder Super Saiyan Trunks, aber es ist Vegeto und es sind Rose, Alter. Das ist zu sick. So, ich gebe mir in der Nachbearbeitung alle Mühe, dass das hier ein bisschen besser noch aussieht. Ich hoffe einfach, das klappt. Das wäre meine einzige Möglichkeit, auf dem DS aufzunehmen. Ich kann einen neuen Spezialmove lernen. So, ich kann den 22er und die Energieladung lernen. Hier ist die Energieladung, das ist der 22er. Die kann man dann speichern, falls es keinen gibt, der die lernen könnte. Die Energieladung können die alle lernen, aber das brauche ich nicht, also speichere ich die auch. So, jetzt zu dem Prinzip drumherum. Man ist auf verschiedenen Ebenen, quasi in verschiedenen Riesenleveln, und da braucht man diese Punkte, die ich gerade bekommen habe. Also es gibt die in Rot, Blau, Gelb, Grün, etc. Ich glaube insgesamt 4-5 Stück. Und die kriegst du dann bei Kämpfen eben mit dem Gegner, der die Farbe hat, auch von dem Punkt. Also kriegst du die durch diese Kämpfe und kommst dann damit in die nächste Ebene gebrochen. Ich zeige euch das mal kurz. Ah, ich kann ja wieder nicht fliegen, obwohl vielleicht kriege ich mich ja fortbewegt. Nein. Versuche mich gerade fortzubewegen. Ah, guck mal.
Ich bewege mich jetzt schräg fort, das ist doch was. Wie komme ich nach unten? Nein, nein. Ich krieg das hin, Alter. Ich krieg das hin, ohne den richtigen Knopf zu drücken. Ah, guck mal, hier ist die Cell-Spieler-Arena. Ist halt ziemlich so wieder zusammengeworfen alles. Da seht ihr die Punkte, die man braucht. 25, 25, 25, 25. Die roten habe ich noch nicht gesammelt. Ich könnte schwören, ich habe gerade gegen den grünen gekämpft, aber ich habe keine grünen Punkte bekommen. Dann heißt das, ich suche mal weiter Punkte und nach einem kurzen Cut, ich will normal fliegen, sehen wir uns noch bei einer zweiten Runde. Wie wäre es denn mit einem Trainingskampf? Sehr gerne, komischer schwarzer Krillin. Und los! So, ich glaube, ich habe jetzt viel zum Spiel erklärt, dann kann ich die Runde jetzt einfach mal spielen, ohne viel zu erklären, sondern einfach nur dumm den Gegner beleidigen, wenn er mich irgendwie ultet. Hat er sich das Ginyu-Kommando da? Also, ist ja kein echter Spieler, halt, aber ist das das Ginyu-Kommando? Sollte das sein? Ist ja lustig. So, ach ja, noch zu erwähnen, noch mal eine kurze Erklärung. Das Ultimeter bleibt aufgeführt, das ist jetzt so, wie ich es vorhin gezeigt hatte. Mein Leben bleibt unten, das heißt, wenn ich mich heilen will oder sowas, allgemein wieder alles auf Null, muss ich zu einem meiner Hauptquartiere, in dem Fall jetzt die Kami-Insel oder sonst was. Ja, ist leider so. Ich weiß nicht, ob das Ki auch bleibt. Moment, ich klicke mal kurz auf Special Move. Nein, das Ki bleibt nicht. Okay. Dann machen wir einen normalen Handkantenschlag, würde ich sagen. Auf. Den da. Ah, jetzt hat er mich geblockt, guck mal. Mach ich viel weniger Schaden, 83 nur. Schade. Oh, Vegeto. Nahkampf oder... Oh, kann ich eine Ki-Explosion machen? Habe ich genug Ki? Ich meine, habe ich genug für einen Special Move? Nur verspotten. Wer will denn verspotten, bitte? Da mache ich einen Nahkampfangriff natürlich. Auf. Wer sieht denn krass aus? Guck mal, hier ist der Freezer-Verschnitt. Oh! Ein sauberer Treffer. Das ist genau die Mitte gewesen. Das macht Power. Oh. Warum er auch immer nochmal gegen alle knallt wie so ein Ping-Pong-Ball. Das war ein richtig nice Kombi. Die hatte ich so persönlich auch noch nie. Gut, da fliegt noch einer raus. Was geht denn hier gerade ab, Alter? Das hatte ich ja noch nie. Oh, gekontert. Verzeihung, erfolgreich geblockt. So, macht dementsprechend auch viel weniger Schaden. 294 insgesamt. Habe ich Glück gehabt. Kacke. Was habt ihr denn alle gegen Vegeto? Ah, diesmal habe ich nicht gekontert. 207. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Der davor hat geultet gehabt und der macht mit einem normalen Angriff halt weniger als der mit einer Ult. So. Spezialmove. Kann ich da was zeigen? Nein. Ki-Explosion kann ich aber einfach mal machen. Unterstützung. Ach ja, die Unterstützer kommen, wenn unten in der Reihe, so, also die hinter dir stehen, sind deine Unterstützer quasi. In dem Fall waren es die beiden hier, die ihr jetzt seht, die waren halt genau hinter Trunks. So, Ultrafusion oder Zenkai-Angriff. Die Ultrafusion sieht viel geiler aus, also machen wir die. So, wir fusionieren uns jetzt alle mal. Das sieht dann so aus. Tada! Gut, keiner hat diese Frisur, aber... Na gut, dann geben wir sie ihm halt. Da fand ich meine vorige Ultrafusion irgendwie geiler. So, jetzt heißt es Button Smash. Einfach nur ganz viele Treffer landen. Ja, ich muss auch hinterher fliegen. Ist irgendwie ein bisschen scheiße hier mit dem Steuern, finde ich, in diesem Modus. Wenn man hinterher fliegen muss und manchmal ganz schön Zeit da verloren geht. Hier, ich schlag halt ganze Zeit, aber treffe halt keinen mehr. Aber trotzdem eine 50er-Kombo habe ich. Eigentlich ist das trotzdem nur draufhauen. Keiner sieht so aus meinem Team. Wieso sieht denn die Ultrafusion so aus? Die ist richtig low. So, ich habe jetzt damit auch direkt mehrere angegriffen. Nicht alle, aber die, die in meinem Radius waren. Einer hat es überlebt. So, was passiert jetzt? Ich bin wieder am Anfang gelandet und er durfte angreifen direkt. Jetzt dauert es ein bisschen, bis ich wieder vorne bin. Er darf mich wahrscheinlich indessen dreimal angreifen. Natürlich. Zack. Was habt ihr denn alle gegen Vegeto? Ist ja eine weibliche Ginyu, lol. Also ich habe gesehen, dass es Ginyu ist, aber nicht, dass es so eine weibliche auch ist. Ach, scheiße, wenn es gar keinen Schaden macht, wa? Komm schon, Rose, schneller, schneller. Ja, Mann, Rose ist... Nein, okay, Goten war schneller, lol. Schade, Fusion kann ich euch immer noch nicht zeigen, aber dann zeige ich euch ein normales Kamehameha zum Abschluss. Von Goten. Unterstützung, da waren wieder zwei hinter ihm, wie es aussieht direkt. Und K.O. Oder? Reicht das? Lol, das reicht gar nicht, der ist ja nicht so einer der Krassen. Nein, du kannst auch noch nicht fusionen. Dann schließt du das mit einer Ki-Explosion ab, Trunks. Ja, ich kann von hier direkt angreifen. Wenn man bedenkt, dass die beiden gerade ihn schon gekillt haben und Trunks dann nochmal reingeballert hat, das ist eher so ein Abstauber-Kill. Aber okay, Trunks, aber okay.
Das Team, das ist doch, das macht 1A Sinn, das würde man auch so in der Serie sehen. Rose und Vegeto Seite an Seite mit Trunks, Goten und mir, Minato. Ja, ich heiße Minato. Ich heiße in jedem Spiel Minato. Minato Levelaufstieg. Ich finde das Auto zu meinem Charakter so hässlich, ich will ein neues. Ja, hier Black und Merch Zamasu eben, für die habe ich jetzt einen Skill bekommen. Oh, ich habe den Skill Schwarzes Kamehameha bekommen. Den speichere ich mir sowas von ab, den kann ich später nochmal benutzen. Wutsprint ist auch ganz gut, den habe ich gerade bekommen. Ich kann euch mal kurz hier zeigen, was ich alles bekommen habe. Hier. Die kann ich halt eben, wenn da oben kein Charakter angezeigt wird, kann die gerade keine von meinen Charakteren erlernen. Und falls doch, dann kann ich ihm halt einfach beibringen, aber ich speichere die halt, falls ich dann später einen Charakter mal kriege, der das erlernen kann. So, ein schwarzes Kamehameha wieder, das speichere ich auch nochmal ab. Ich hoffe, ich habe das System verstanden. Wutsprint, ich weiß nicht, ob ich Sachen mehrfach speichern kann. Rasender Sprint-Ex, klingt doch auch ganz krass. Erdbrecher, speichern wir auch, komm, warum nicht? Energieladung, speichern wir auch nochmal. So, und die Supermuskelexplosion geht mir am Arsch vorbei. Die klingt nämlich richtig low. Ist jetzt ziemlich nah am Mikrofon dran, ne? Ich hoffe, das wird nicht zu laut. Ich werde es wahrscheinlich nachregulieren müssen. Kennt man ja. Wieso hast du Energie erhalten? Wieso habe ich denn schon wieder rote Energie erhalten? Wo kriege ich orange Energie her? Ja, ist zum ersten Mal, dass ich jetzt eine neue Farbe sammeln muss. Aber egal. Das, hallo? Das war's mit einer, ich hoffe, irgendwie erträglichen Folge Dragon Ball Fusions. Ich würde am liebsten öfter 3DS-Spiele bringen oder allgemein mal so Konsolenspiele, aber ich bin halt auf meinem PC eingeschränkt ohne Capture Card und umgemodifizierten DS. Ja. Und Handyspiele. Und ziemlich viele Handyspiele. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Was? Ich hoffe, der Summon war inzwischen schon da. Wenn nicht, kommt er jetzt langsam mal. Irgendwas sein wird, was mit Dragon Ball zu tun hat, so wie ich mich kenne. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Ciao, Chernobyl.